herzlich willkommen. Das Video, was ich euch heute zeigen möchte, ist ein Video, was ich vor 4 Jahren gemacht habe. Das zeige ich dir heute nochmal, weil viele von euch möchten gerne, dass ich zeige, wie man Sternmuster steckt. Ich habe die letzten Socken, die ich gestrickt habe, mit diesem Sternmuster gestrickt. Und es gibt viele von euch, denen das gefällt. Ich habe das schon auch für Handschuhe verwendet. Sieht einfach schön aus. Viel schöner, meine Meinung. Vielleicht ist das nicht deine Meinung. Aber sieht viel schöner aus als ganz normale, gewöhnliche Abnahme. Wie gesagt, das Video, ich mache nur das jetzt am Anfang und das ganze Video ist vor 4 Jahren gedreht oder gemacht, gedreht, ist egal. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Vergisst nicht, wenn euch das gefällt, Daumen nach oben, weil, wie ich immer wieder sage, das hilft mir, meinen Kanal weiter zu aufbauen. Hier habe ich angefangen, meine Socken, und hier ist auch mein Anfang. Die 4 Reihen, die ich glatt rechts gestrickt habe, sind schon fertig und ich fange jetzt an mit der Abnahme. Und zwar die erste Runde stricken wir jetzt. Vielleicht komme ich ein bisschen näher zu dir, dann kannst du das besser sehen. Obwohl, das ist wirklich, würdest du gleich sehen, das ist kinderleicht. Auf jede Stricknadel von deinem Nadelspiel die erste Masche strickst du jetzt links. Das ist die erste Runde. Dann die restlichen Maschen strickst du alle nach rechts, bis du auf der linken Stricknadel nur 2 Maschen hast. So, und die letzten 2 Maschen, die strickst du links zusammen. Fertig. Jetzt kommen wir zur zweiten Stricknadel. Also stricken wir die erste Masche nach links. Die restlichen Maschen strickst du alle nach rechts. Alle Maschen, egal ob du so viele wie ich hast oder weniger oder mehr. Alle Maschen, die erste links und dann die alle Maschen rechts, bis du nur 2 Maschen auf der linken Stricknadel hast. Und die strickst du links zusammen. Und das Ganze machst du auf jede Stricknadel. Dann die zweite Runde strickst du nur rechte Maschen. In der zweiten Runde strickst du nur rechte Maschen und wir sehen uns in meine dritte Runde wieder. So, wir kommen jetzt zur dritten Runde. Und jetzt stricken wir auf jede Nadel wie folgendes: 1 Masche rechts. Die nächste Masche strickst du nach links. Die restlichen Maschen strickst du alle rechts, bis du wieder die 2 letzten Maschen auf der linken Stricknadel hast. Und die 2 Maschen strickst du zusammen nach links. Wieder 1 rechts, 1 links. Die restlichen Maschen strickst du alle nach rechts, bis du auf der linken Stricknadel nur 2 Maschen hast und die strickst du nach links. Und das Ganze wiederholst du jetzt auf der
dritte Stricknadel, eine Masche rechts, eine Masche links. Die restlichen Maschen stricken wir nach rechts, bis du zwei Maschen auf der linken Stricknadel hast und die strickst du jetzt nach links. Wie du siehst, wir haben um eine Masche gehen wir wieder. Am Anfang haben wir, in der ersten Runde haben wir die erste Masche links gestrickt. Jetzt in der dritten Runde stricken wir die erste rechts und die zweite links. Dann in der fünften machen wir zwei rechte und die dritte wird links. Und so weiter und so weiter. Und das Ganze wiederholst du so lange, musst du das wiederholen. Wenn du mehrere Maschen hast, dann musst du das natürlich länger als ich wiederholen. Und am Schluss, ich mache das jetzt bis zu Ende mit euch, dann würdest du sehen, wie ich das beende. Ich möchte nämlich, dass ich euch das richtig zeige. Schau mal, jetzt haben wir die dritte Runde bei mir schon fertig und jetzt die vierte Runde. Denk bitte dran, dass die geraden Runden, die strickst du immer alle nach rechts. Alle Maschen strickst du dann rechts und das Ganze weiter. Bei der fünften Runde stricke ich jetzt am Anfang zwei rechte Maschen. Das ist jetzt die fünfte. Zwei Maschen nach rechts und die dritte, die stricke ich nach links. Dann die restlichen Maschen wieder. Stricke ich alle nach rechts, bis ich die zwei letzten Maschen auf der linken Stricknadel habe. Die würden nach links abgestrickt. Die zweite Stricknadel, zwei Maschen rechts, eine Masche links. Restlichen Maschen stricken wir nach rechts. Und die zwei letzten Maschen, die stricken wir zusammen nach links. Zusammen. Denk bitte dran, dass die letzten zwei würden zusammen abgestrickt. Eine links und wieder rechte Maschen. Und zwei letzten zusammen links. Und noch einmal zwei nach rechts, eine links. Dann kommen wieder rechte Maschen. Und zwei letzten Maschen stricken wir zusammen nach links. Jetzt die nächste Runde, das wäre jetzt die sechste bei mir, stricken wir alle Maschen würden nach rechts gestrickt. Bei mir ist jetzt die siebte Runde. Ich muss mir überlegen. Und dann stricke ich drei rechte Maschen. Ja. Drei Maschen rechts. Und die vierte Masche, die stricke ich nach links. Die restlichen Maschen stricke ich wieder nach rechts und die zwei letzten zusammen würden nach links abgestrickt. Und wieder drei rechte Maschen, eine Masche links, die restlichen Maschen bei mir, das sind jetzt drei Maschen, die ich nach rechts stricke und dann die letzten zwei Maschen zusammen nach links. Die nächste Stricknadel, drei Maschen rechts, linke, eins, zwei, drei rechts und zwei zusammen nach links. Und noch einmal drei rechte, eins, zwei, drei, eine links, eine, zweite und die dritte rechts
und die zwei letzten links zusammen. Die nächste Runde, da strickst du alle Maschen rechts. Bei mir ist das jetzt die 9. Reihe, Runde. Und als erste, ich muss gucken, stricke ich 4 Maschen rechts. Ja, letzte Runde waren 3 rechts. Und jetzt sind das 4 rechts und die 5. nach links. Dann kommt bei mir eine Masche rechts und die 2 letzten Maschen auf der linken Stricknadel, die stricke ich natürlich zusammen nach links. Und wieder die 2. Stricknadel, 4 rechte Maschen, eine links, dann ist bei mir eine rechts und die 2 zusammen. Die 3. Stricknadel, 4 rechte, 1, 2, 3 und 4, eine links, eine rechts und 2 zusammen nach links. Und die letzte, die 4., 4 Maschen rechts, eine Masche links, eine Masche rechts bei mir und 2 Maschen zusammen nach links. Bei mir war das nach der linken Masche war das eine Masche nur rechts, weil wie gesagt, du hast gesehen, dass ich habe nur 12 Maschen auf jeder Stricknadel. Wenn du jetzt zum Beispiel mehr hast, 14 und so, dann sind da noch nicht eine, sondern 2 oder 3 rechte Maschen. Die strickst du bei dir natürlich nach rechts und die 2 letzten strickst du nach strickst du zusammen links. Das war jetzt meine 9. Reihe und die 10. Reihe oder Runde, die strickst du alle Maschen nach rechts. Die strickst du alle nach rechts. Ich habe jetzt die 11. Reihe. 11. Runde, ja. Und jetzt habe ich 5 Maschen rechts, 1, 2., 3., 4. und die 5. Und jetzt kannst du mal sehen, dass ich habe da keine Masche mehr, die ich nach links stricken kann und dann rechte Maschen, bis die 2 auf der linken Stricknadel sind. Also die 5 rechte und dann die 2 sofort stricke ich zusammen nach links. So. Das mache ich auch jetzt auf der 2. Stricknadel. Da stricke ich wieder meine 5 Maschen rechts und dann die 2 letzten stricke ich links zusammen. Da habe ich einen Knoten. So, jetzt noch einmal 5 Maschen rechts und dann die 2 zusammen. Das Ganze noch einmal. 1, 2., 3., 4. und die 5. und dann 2 zusammen. So, die nächste Runde, die strickst du alle Maschen nach rechts. Wie du weißt, ich habe am Anfang 12 Maschen auf jeder Stricknadel. Das heißt, ich habe angeschlagen auf jeder Stricknadel 12 Maschen. Diese Abnahme, das Abnehmen machst du so lange fortsetzen, bis du nur die Hälfte, auf jede Stricknadel die Hälfte von der angeschlagenen Maschen hast. Das heißt, bei mir sind das jetzt 6 Maschen. Ich habe
12 eingeschlagen und 6 sind jetzt auf jeder Stricknadel. Das heißt, jetzt stricken wir, machen wir in jeder Reihe Abnahme. Jetzt ist das egal, wie viele Maschen wir hier haben vorne. Jetzt zählen wir nicht mehr, sondern stricken die ersten Maschen nach rechts, egal wie viele das sind, und dann die zwei nächsten oder letzten zusammen links. So, und die zwei zusammen links. Und die dritte Stricknadel, wieder alle Maschen rechts, bis wir die zwei letzten auf der Stricknadel, auf der linken Stricknadel haben. Da stricken wir die beiden zusammen nach links. Und ist bei mir noch eine Stricknadel, wieder alle rechts und die zwei letzten zusammen nach links. So, die nächste Runde. Normalerweise bis jetzt haben wir die nächste Runde, die geraden Runde, haben wir alle Maschen rechts gestrickt. Jetzt, wo wir in der Runde, was wir jetzt gerade gestrickt haben, die Hälfte von den Maschen haben, ab dann würden wir jetzt in jeder Reihe abnehmen. Das heißt, wir stricken wieder alle Maschen rechts, bis wir nur zwei Maschen auf der linken Stricknadel haben. Die stricken wir zusammen nach links. Wieder rechts, rechts, rechts und zwei letzten zusammen nach links. Und die nächste Stricknadel, rechte Masche, rechte und noch eine rechte und die zwei zusammen. Ich sage euch das noch vielleicht noch einmal. Das Abnehmen machst du so lange, musst du so lange fortsetzen, bis sich nur noch die Hälfte der angeschlagenen Maschen auf den Nadel befindet. Und dann in jeder Reihe strickst du die Maschen rechts, nur die zwei letzten strickst du zusammen nach links. Siehst du, jetzt habe ich wieder nächste Runde und wieder stricke ich rechte Maschen, eine zweite, siehst du, und dann kommen zwei zusammen. Jetzt habe ich nur drei Maschen auf der Stricknadel. Und das Ganze mache ich so lange, bis ich nur zwei Maschen auf der Stricknadel habe. Eine, zweite, zwei zusammen. Eine und die zweite. Und dann kommen zwei zusammen links. Noch eine. Und wieder eine rechts und zwei zusammen nach links. Jetzt habe ich auf jeder Stricknadel drei Maschen. Und jetzt mache ich die erste rechts, die zwei letzten zusammen nach links. Eine rechts, die zwei letzten zusammen nach links. Wenn mein Mann immer die Nadel sieht, die Stricknadel von Nadelspiel, wenn ich schon hier bin, wo ich abnehmen muss, da kriegt er richtig Fieber. Er sagte, wie hält sich das zusammen? War bei mir genauso am Anfang. Aber das ist schon lange her. Okay, das waren jetzt die letzten. Und schau mal, jetzt lasse ich auf jede Strick, ich muss das nur hier festhalten, auf jede Stricknadel lasse ich zwei Maschen. Und jetzt muss ich das nur abschneiden. Ups. Und befestigen.
das ist hier. Jetzt brauchen wir nur unsere Nadel und dann sammle ich die ganzen Maschen jetzt. Zwei Maschen. Das ist jetzt die dritte und vierte. Die fünfte und die sechste. Und jetzt kommt die siebte und achte Masche, die zwei letzten. So, fertig. Siehst du? Jetzt kommt meine Hand da rein. Und rein damit. Und auf der linken Seite wird das schon befestigt. Ich finde diese Sternspitze viel schöner. Das ist mal was anderes, nicht diese, wie ich das immer sage, diese typische Klassiker. Man muss immer was Neues ausprobieren. So. Und jetzt, das reicht, glaube ich. Da kann nichts mehr passieren. Vielleicht noch hier ein bisschen. So, wo habe ich die Schere jetzt hier? Fertig. Schau mal, so, sogar von der linken Seite sieht man, Moment, sieht man diese Stern. Es ist ganz toll geworden. Ich habe das schon, man kann das schon erkennen. Ich mache wieder die Wolle da rein, dann kannst du das besser sehen. Ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind, wenn die wenn ich Socken fertig habe. Ich weiß nicht, wieso. Ich liebe Socken stricken. Es ist einfach was Tolles. Weiß ich nicht, wieso ich so gerne Socken stricke. So, das war's. Wie du siehst, wir haben ganz, ganz tolle Sterne hier. Man sieht das richtig doll. Siehst du? Hier diese Sterne. Ich hoffe, das hat euch gefallen wieder, dass du das für deine Socken vielleicht verwenden kannst. Ich wollte noch dazu sagen, du musst das nicht nur für Socken verwenden. Du kannst das auch für Handschuhe verwenden, diese Abnahme. Wie du siehst, das ist, dann hast du das hier, wenn hier der Daumen kommt, dann hast du hier ganz schöne Abnahme, wenn du für Handschuhe das machst. Egal, was du damit machst, das ist schon deine Sache. Falls du wissen willst, das ist große 41, das wird verschenkt wieder. Okay, das war's, meine Lieben. Ich kann euch auch diese Muster vielleicht für Sommersocken zeigen, demnächst. Bis dahin sage ich danke, schönen Tag noch, bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Mira.